Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Thomas Paulsen und im Namen des Vorstands der Körperstiftung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Fremder Nachbar. Ich freue mich, dass der Hamburger an und für sich eine wetterfeste Spezies ist, denn ich fürchte, sonst wären wir hier vor ziemlich lichtgelichteten Reihen gesessen heute Abend. Aber ich freue mich noch mehr darüber, dass wir den renommierten Fotografen Gerd Ludwig für diesen Abend gewinnen konnten. Das ist für uns ein ganz besonderer Glücksfall in der Körperstiftung, denn diese Veranstaltung mit Gerd Ludwig führt ein in einen neuen Schwerpunkt, den wir uns als Stiftung für die nächsten 2 Jahre vorgenommen haben. Und zwar der Titel dieses Schwerpunkts heißt Russland in Europa. Es wird 2 andere Schwerpunkte geben, neben diesem einen Schwerpunkt Russland in Europa. Wir nennen das Fokusthema bei uns. Das zweite Fokusthema wird sein neue Lebensarbeitszeit und das dritte Fokusthema digitale Mündigkeit. Das erfahren Sie mehr über diese beiden anderen Themen, erfahren Sie bei anderen Veranstaltungen im Körperforum. Heute Abend geht es um Russland in Europa. Der Titel Russland in Europa ist durchaus programmatisch gemeint. Wir glauben, dass die Verbindungen zwischen Russland und seinen Nachbarn in Europa nicht nur in der Geschichte eng gewesen sind, politisch, wirtschaftlich oder auch kulturell, sondern dass wir trotz der starken Belastung der Beziehungen, und da muss man sagen, da gab es ja wirklich eine dramatische Verschlechterung in den letzten Jahren, dass wir dahin zurückkommen müssen, dass wir uns die Gemeinsamkeiten mit Russland wieder stärker ins Bewusstsein rufen, aber nicht nur ins Bewusstsein rufen, auch dass wir versuchen, die Gemeinsamkeiten wieder zu stärken. In den kommenden Monaten werden wir uns daher mit unseren Projekten und Programmen verstärkt beschäftigen mit Fragen der russischen und europäischen Identität, mit Fragen der gemeinsamen oder auch unterschiedlichen Werte, mit Herausforderungen der Außen- und Sicherheitspolitik und mit Fragen der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit. Den Auftakt machen wir heute mit einem Blick auf die Menschen in dem ehemaligen Vielvölkerstaat der Sowjetunion und wir schauen auf sie durch die Fotolinse von Gerd Ludwig, den ich hier in diesem Moment auch ganz herzlich begrüßen möchte. Herr Ludwig, wo sitzen Sie? Hier. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Seit Jahrzehnten gehört Gerd Ludwig zu den Top-Reportagefotografen der Welt. Zu seinen Auszeichnungen gehören die höchsten der Fotografie, wie beispielsweise der Dr. Erich Solomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie oder der Lucy Award for International Photographer of the Year. Gerd Ludwig fotografierte, ja man kann sagen, für alles, was Rang und Namen hat, für die Magazine Time, Life, Geo, Stern, Der Spiegel oder auch National Geographic. Er gründete in Deutschland eine Fotoagentur mit dem Namen Visum, wanderte in den 80er Jahren in die USA aus und lebt heute in Los Angeles. Gerd Ludwig hatte bereits wiederholt in der UdSSR, in der Sowjetunion, gearbeitet und vor 25 Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs für National Geographic den Wandel in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion auf beeindruckende Art und Weise dokumentiert. Er war der erste ausländische Fotograf, der in der Reaktorruine des havarierten Atomkraftwerks in Tschernobyl fotografierte. Und seine Bilder damals gingen um die Welt und sind als digitale App und in seinem Buch Der lange Schatten von Tschernobyl erschienen. Kritiker bescheinigen Gerd Ludwig, dass es ihm auf meisterhafte Art und Weise gelingt, Bild für Bild, Schicht für Schicht, zu dem vorzudringen, was die Seele Russlands darstellt oder was man die Seele Russlands nennt. Seine Fotografien sind nie distanziert. Man sieht ihnen an, dass sie mit dem Herzen gemacht sind, dass der Fotograf den Menschen nahe war und dass er es geschafft hat, Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Das Buch Broken Empire zeigt dies auf beeindruckende Art und Weise. Lieber Ludwig, die Zahl der Fotos, die Sie uns heute Abend zeigen könnten, ist natürlich viel zu groß für den heutigen Abend. Jedes Einzelne ist ein Kunstwerk und wäre wert, hier gezeigt zu werden, aber wir haben eben nur eine begrenzte Zeit und ich weiß, wir machen es Ihnen schwer, wenn wir die Zeit für Ihre Fotografien begrenzen und dafür mehr Raum auch haben für das Gespräch mit Ihnen. Das ist uns aber hier sehr wichtig. Wir werden im Anschluss
dem Publikum noch weitere Werke aus ihrem fotografischen Werk zeigen. Wir werden die Bilder von Ihnen sehen, aber wir werden in dem Gespräch auch Ihre Geschichten und Ihre Eindrücke dazu erfahren. Und ich freue mich, dass wir für dieses Gespräch einen sehr erfahrenen Journalisten bei uns haben. Unser Lotse durch den heutigen Abend ist Hans-Hermann Klare, ehemals Leiter des Auslandsressorts beim Stern und heute Editor at Large. Lieber Herr Klare, herzlich willkommen im Körperforum. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns durch den heutigen Abend geleiten. Wie immer bei den Veranstaltungen im Körperforum lade ich Sie ganz herzlich ein, im Anschluss an das Gehörte weiter zu vertiefen bei einem Glas Wasser oder Wein. Sie können den Band Der lange Schatten von Tschernobyl im Foyer am Büchertisch käuflich erwerben und Gerd Ludwig hat sich bereit erklärt zu signieren. Jetzt aber wünsche ich Ihnen allen einen spannenden und interessanten Abend. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Recht herzlichen Dank für die Einleitung. Wissen Sie, wenn ich solche Einleitungen höre, dann denke ich immer, wer ist der denn eigentlich, der da vorgestellt wird? Wenn Sie bitte mit mir ein bisschen Geduld haben, ich lebe seit Anfang der 80er Jahre in den USA und wenn mein Vortrag hier durch Anglizismen durchsetzt ist, dann vergeben Sie mir das, dann ist das nicht, weil ich schick sein will, sondern weil ich Vorträge dieser Art in der Regel im Englischen halte. Meine Beziehung zu Russland reicht zurück in meine ganz frühe Kindheit. Genau genommen in ein abgelegenes Dorf in Hessen. Es ist das Jahr 1951. Der Raum ist dunkel, kalt und ins Bett zwischen meine Eltern gekuschelt, fällt mir die Armseligkeit unseres Zimmers, das gleichzeitig Wohn- und Schlafzimmer und Küche in einem waren, nicht auf. Meine Eltern waren Heimatvertriebene aus dem Sudetenland und in der Nacht lausche ich der sanften, aber traurigen Stimme meines Vaters, der Winterlandschaften beschreibt, Schneestürme, durch die sich Soldaten kämpfen, Menschen verstecken sich vor den Soldaten in Scheunen und Ställen. Diese Geschichten sind mir anfangs als Gute-Nacht-Geschichten erschienen. Aber erst später erkannte ich die schreckliche Wahrheit, dass diese Landschaften blutgetränkt waren und die Menschen, die sich vor den Soldaten versteckt haben, waren angsterfüllte Russen. Und das lange bevor mir überhaupt der Begriff eines Landes oder Russland etwas sagte. Als Teenager bin ich dann in Deutschland aufgewachsen, mit dieser großen Schuld meiner Eltern, diesem Schuldgefühl der Nachgeborenen. Und meine ganze Arbeit in Russland lässt sich wahrscheinlich aus diesem Schuldgefühl ableiten. Als ich dann anfangs in der Sowjetunion fotografierte, habe ich es mir aus diesem Schuldgefühl heraus nicht erlaubt, kritische Bilder in diesem Land zu machen, das so sehr durch die deutsche Geschichte und durch die Deutschen gelitten hat. Erst dann, als Gorbatschow selber den Vorhang und den Schleier gelüftet hat, habe ich mir erlaubt, hinter diesen Schleier zu gucken oder hinter diesen Vorhang zu schauen und ich habe dann erst angefangen zu unterscheiden zwischen den Menschen und dem System.
Meine ersten Fotos in der Sowjetunion für National Geographic oder nach dem Fall der Sowjetunion für National Geographic waren Dokumente dieses halsbrecherischen Wechsels von der Plan zur Marktwirtschaft. In diesem Bild sehen wir die ersten Verkäufe, privaten Verkäufe von Wein auf einem Platz in Moskau und schon damals auf der Linken unter dem vorsichtigen, unter der Obhut damals dessen, was man später als Mafia bezeichnete. Die Bewohner Moskaus und die Bewohner der Sowjetunion in den frühen 90er Jahren litten zum einen noch von den Verfehlungen des Sowjetsystems, aber gleichzeitig auch schon durch den raschen Wechsel von der Armut, die ihnen durch den Wechsel zum Kapitalismus bevorstand. Der Kapitalismus hat brutal zugeschlagen mit einem Kommerz in den großen Städten, vor allen Dingen der westlichen Sowjetunion. Die ersten Benetton-Geschäfte haben geöffnet. Aber gleichzeitig habe ich in dieser Zeit nach der russischen Seele gesucht, auf einer Reise durch das Land. Hier befinde ich mich hängend an der transsibirischen Eisenbahn und fotografiere bei minus 20 Grad von draußen. Auf der Eisenbahn ein Paar, das sich dort erst in dem Zug kennengelernt hat, vertraut miteinander. Und dieses ist ein Picknick mit Kosaken. Und ich sage Ihnen, als die Frau auf der Linken mir auf die Schulter geschlagen hat und gesagt hat, Junge, du trinkst mit mir, habe ich nicht gewagt zu widersprechen. Ohnehin ist eine ganz besondere Gefahr in Russland für die Leber. Denn das, was man als Fotograf einfach da konsumiert, um mitzumachen und zu seinen Bildern zu bekommen, ist nicht immer ganz freiwillig. Die Realitäten des Systems sind in diesem Bild vorhanden. Im Hintergrund sehen wir das größte Stahlwerk damals der Sowjetunion, die Leninwerke in Magnitogorsk. Das lässt diese Abwässer in den Uralfluss und die Menschen, die dort, meist Männer, die sich dort an Wochenenden zum Eisfischen treffen, wissen, dass die Fische so verseucht sind, dass sie sie nicht selbst konsumiert haben, sondern auf den umliegenden Märkten verkauft haben. Eine Besonderheit dieses Bildes ist auch, dass ich auf dem europäischen Kontinent stehe und drüben ist Asien. Also das ist im Ural die Trennung zwischen Europa und Asien. Für eine Geschichte, die ich für National Geographic fotografiert habe über Umweltschäden in der ehemaligen Sowjetunion, bin ich auf einen Menschen getroffen, der ganz einfache Lederprothesen gemacht hat für Kinder, die ohne Unterarm geboren wurden. Und erst durch seine Bemerkung, die er einer Mutter gegenüber gemacht hat, stellte sich heraus, dass in einem Stadtteil von Moskau ganz gehäuft diese Missbildung vorgekommen ist. Und Wissenschaftler führen diese Missbildung auf eine Mischung von Umweltschäden zurück.
wichtig für mich war bei diesem Bild, dass sich die Kinder wirklich beim Fotografieren wohlfühlten. Denn als Fotograf ist es wichtig für mich zu verstehen und mir vor Augen zu führen, dass wenn ich meine Kamera auf Unterprivilegierte richte, ich ihnen momentan ihren Schmerz oder ihr Leid vor Augen führe, ihre besondere Situation vor Augen führe und ihnen damit noch stärkeren Schmerz zufüge. Es ist deshalb ganz wichtig, dass wir als Fotografen mit solchen Situationen wirklich ganz empfindsam umgehen. Der Aralsee trocknet aus und dort, wo einst Fische schwammen, laufen jetzt Kamele über den Boden. Das Ufer ist mehr als 50 Kilometer zurückgegangen und die Schiffe liegen auf dem trockenen Sand. Den kennen Sie sicher. Ich war mit ihm eine Weile unterwegs. Es war bei einem Staatsbesuch von Gerhard Schröder in Russland. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, in Deutschland ist das der Fall, sehen Sie auch Schröder. Hier. Das Bild ist so entstanden, dass ich natürlich Schröder nicht auf dem Bild sichtbar haben wollte, weil es sich um eine Geschichte über Russland drehte. Das heißt, ich habe mich immer hinter der Schulter dieses Wissenschaftlers auf der rechten Seite versteckt und der wollte mir Raum geben und jedes Mal, wenn er zur Seite gegangen ist, habe ich mich hinter seiner Schulter versteckt. Und das ist Putin, der ja im KGB aufgewachsen ist, aufgefallen und deswegen schaut er mich so an. National Geographic hat dann das Bild als Aufmacher für eine Geschichte gehabt und man hat mir dann mitteilen lassen, dass Putin dieses Bild hasste. In Sibirien habe ich im Rahmen einer Geschichte über die Ölvorkommen dort die Minderheiten dokumentiert, die sich durch diesen Ölboom zurückgedrängt fühlen. Und hier sind die Ölarbeiter auf einem russischen Ölförderungsplattform. Ebenfalls in Sibirien, das in dem aufstrebenden Sibirien, in einem Entertainment Center, also in so einem Zentrum für Geburtstage und für Kinder, ist dieses Geburtstagskind sich offensichtlich ist ganz überrascht über den Wohlstand, der dort kommt. Dieses Bild haben Sie gesehen. Es hängt hier im Eingang. Ich habe eine Geschichte fotografiert über Moskau bei Nacht und dieses symbolisiert den neuen Kommerz in Moskau, aufgenommen am Rande des Roten Platzes, links des Kaufhaus Gumm und hinter uns der Rote Platz. So wie in vielen Ländern auch, klafft die Schere zwischen Arm und Reich in Russland extrem auseinander. Ich habe bei dieser Geschichte Moskau Never Sleeps, Russland oder Moskau bei Nacht, auch ganz viele der Unterbemittelten fotografiert. Diese Frau, die wie ein Engel die Armen versorgt mit Geldspenden von Verwandten, habe ich auf ihrer Tour begleitet. Das Restaurant Turandot, eines der
teuersten Restaurants in Moskau. Als ich da reinging, kam Lushkov gerade raus, der ehemalige Bürgermeister. Da zahlen Sie gerne mal für eine Flasche Wein $3,000-4,000. Russland ist natürlich auch ein Land der Extreme. Und hier bin ich in einem der ersten Strip-Lokale, fotografiere, wie sich eine der Tänzerinnen praktisch den Hals bricht für die Lust der Männer. Junge Investmentbanker, die sich so verhalten, als seien sie Models, sich selbst zelebrieren. Und wir kennen von Russland diese Fotos, wo die Bevölkerung praktisch wie ein Gegensatz zu den Werbebildern aussieht. Aber hier sieht es so aus, als seien die Models von den Plakaten runtergestiegen in die Realität. Das Nachtleben in Moskau ist wilder als das in Paris, in London oder in New York. Und in jeder Bar tritt dann plötzlich irgendeine Stripperin auf die Bühne und es gehört in jeder Bar dazu. Gleichzeitig gibt es aber auch noch diese paar Parzellen des alten sowjetischen Lebens. Hier in dem Sanduni, in einem Bad, in dem man Bier trinkt und trockenen gesalzenen Fisch isst. Eine meiner Geschichten führte mich in die russisch-orthodoxe Kirche. Dazu brauchte ich den Segen des Patriarchen, den ich dann auch bekommen habe. Die russisch-orthodoxe Kirche war 70 Jahre lang verteufelt und steht jetzt vor der inhaltlichen Frage, wie sollen wir weitermachen? Sollen wir dort weitermachen, wo wir vor 70 Jahren aufgehört haben? Zum Beispiel nicht zu missionieren, zum Beispiel darauf zu warten, dass die Gläubigen zu uns kommen, oder sollen wir mit der Zeit gehen und bewegen uns aktiv nach außen auf die Gläubigen zu? Dieser Widerspruch wird so deutlich hier, wo eine junge Frau getauft wird in einer Kirche, die erneuert worden ist mit der alten Tradition, aber ihr Gatte filmt hier und sie hat natürlich diesen rosafarbenen, pinkfarbenen BH an. Also diese Widersprüche, die überall auftauchen. Oh, sorry, da. Warten Sie mal, da habe ich wahrscheinlich auf den falschen Knopf gedrückt. Gut. In einer ganz opulenten Kirche im Kreml. Und jetzt werden selbst die Kinder zur Kommunion gebeten. Die Kirchen waren zu sowjetischen Zeiten leer und es waren fast nur die Babuschkas da, die Kirchen besucht haben. Und dieses ist ein Beispiel, wo die Kirche zum ersten Mal rausgeht, wo die Priester rausgehen und in ein Gefängnis, in einem Gefängnis missionieren. Das hat die russisch-orthodoxe Kirche vor 70 Jahren oder mittlerweile 80 Jahren nicht getan.
Einmal im Jahr versammeln sich die Gläubigen, um in einem eiskalten Bad im Winter ein eiskaltes Bad zu nehmen, weil man der Meinung ist, dass an Epiphany, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Epiphanias, danke. Dass ein Bad in dem eiskalten Wasser die Seele von den Sünden reinigt. Eine meiner etwas späteren Geschichten führte mich auf die Krim, und zwar 3 Jahre vor der russischen Invasion. Und in einer Geschichte von National Geographic haben wir schon gefühlt, wie die Spannungen da sind. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass die Krim von Katharina der Großen für Russland erobert wurde und seit dieser Zeit zu Russland gehörte und erst in den 50er Jahren Chruschtschow, der ein Geschenk für die Ukraine brauchte, die Krim der Ukraine geschenkt hat. Das hat natürlich in der Sowjetunion nichts ausgemacht, hatte keine Auswirkungen, denn es war ja nach wie vor in der großen Sowjetunion. Dann haben sich natürlich nach dem Fall des Systems die 65% Russen auf der Ukraine als Minderheit in einem Staat der Ukrainer gefühlt. Diese Fotos sind noch gemacht zu dem Zeitpunkt, als die Russen noch nicht die Invasion unternommen hatten. Hier sind Russen, die in Sevastopol tanzen. Und das war die Krim im Sommer. Aber auch damals gab es auf der Krim schon die ersten Anzeichen von russischer aktiver Gewalt. Es waren Camps der Kosaken, meistens Russen, die auf der Krim waren und die Kinder bis zu 10 Jahren schon am Gebrauch von Waffen unterrichteten. Viele dieser Gewalt richtete sich gegen die auf die Krim zurückgekehrten Tataren, die einzige muslimische Minderheit in der Ukraine. Bei meinen Workshops erzähle ich meinen Studenten oft, dass es ganz wichtig ist, dass wir auf unsere Reisen mit genauen Recherchen vorbereiten. Was wir hier sehen, ist ein Mann, der lange im Gefängnis gesessen hat. Das erkennt man durch die Tätowierung von Lenin auf der Brust. Es war ein weit verbreiteter Glaube, dass wenn jemand Lenin auf der Brust tätowiert hatte, er nicht erschossen würde, weil man gesagt hat, kein Exekutionskommando zielt auf Lenin. Natürlich war das ein Aberglaube. Eine meiner letzten Reisen in die ehemalige Sowjetunion war nach Kasachstan. Präsident Nazarbayev hat eigenhändig die Hauptstadt Kasachstans oder den Hauptsitz der Regierung von Almaty, dann später Almaty, verlegt in eine kleine Provinzstadt Astana. Und dieses ist Astana nach 7 Jahren Aufbau. Und da Nazarbayev das eigenhändig gemacht hat, ist es natürlich nur recht gewesen, dass er einen Abdruck seiner Hand in einem Goldbarren im Zentrum der Stadt zeigt und dass dann die Bevölkerung kommt und
die Hand in seinen Abdruck seiner Hand legt und einen Wunsch unterbreitet und glaubt, dass dieser Wunsch dann in Erfüllung geht. Der Wohlstand von Astana zeigt sich auch hier an diesem Strand. Der Sand kam von den Malediven. Im Vordergrund sehen wir das Diplomatenviertel von Astana und dahinter die neue Skyline. Und so sieht Astana bei Nacht aus. Links unten eine Kopie des Weißen Hauses. Da ist der Präsident. Oben rechts ein Einkaufszentrum von Norman Foster gebaut. Und dann kommt die Bevölkerung vom Lande, um die schicke neue Hauptstadt zu betrachten. Oh. Ich hätte da was drüber kleben sollen. Ich habe zwei Hauptarbeitsgebiete. Das eine sind die Umweltthemen und das andere ist das Thema ehemalige Sowjetunion. Die beiden Stränge kommen zusammen in meiner Arbeit über Tschernobyl. Hier sind wir in dem Reaktor, in dem Kontrollraum des Reaktors, in dem der entscheidende Fehler gemacht wurde, der zu dieser Explosion führte, die am 26. April in diesem Jahr sich zum 30. Mal jährt. Diese Explosion löste ein Feuer aus, das 10 Tage lang brannte. Ungefähr 100.000 Quadratkilometer des Landes verseuchte und dazu führte, dass mehr als eine Viertelmillion Menschen heimatlos wurde. Die Stadt Pripyat, eine nach sowjetischem Standard sehr moderne Stadt, wurde errichtet für die Arbeiter und deren Familien, ungefähr 2,5 Kilometer entfernt von dem Reaktor und ist heute eine Geisterstadt. Der Unfall am 26. April war 5 Tage vor den großen Feiern zum 1. Mai, einem der großen Feiertage in allen Ländern der Sowjetunion. Diese Autoscooter wurden nie benutzt. Sie rotten jetzt vor sich hin. In den Dörfern fand ich diesen Fenstersims von Pillen und einem Foto zurückgelassen. Bereits 2-3 Jahre nach der Katastrophe kamen ehemalige Bewohner wieder zurück in die Zone. Zunächst nannte man die illegale Rückkehrer und die Polizei und die Miliz hat versucht, sie von der Rückkehr abzuhalten, sie zu vertreiben. Aber später hat man erkannt, dass man diese meist älteren Menschen, deren Anliegen es war, auf ihrer eigenen Scholle zu sterben, lieber dort hat zurückkommen lassen, denn wie mir einer dieser Milizangehörigen sagte, sie sterben lieber auf ihrer eigenen Scholle als an einem gebrochenen Herzen in einer anonymen Großstadt. Dieses ist alles Gerät, das während der Aufräumarbeiten benutzt worden ist. Ein sogenannter Friedhof von Equipment, von Aufräumequipment, von denen es damals mehrere gab. Mittlerweile sind die zum Teil von Dieben ausgeraubt worden oder ausgenommen worden. Große Teile sind eingeschmolzen worden.
gereinigt mit Flüssigkeiten, um sie dann wieder zu benutzen. Nach dem Unfall es gab vier Reaktoren in Tschernobyl. Nur der Reaktor Nummer 4 wurde zerstört. Drei weitere waren nach wie vor in Betrieb. Und der letzte Reaktor wurde erst im Jahre 2000, also 14 Jahre nach der Katastrophe, abgeschaltet. Dieses ist der Reaktor, der von dem zerstörten Reaktor nur durch eine dicke Betonwand getrennt war. Das ist der Kontrollraum des Reaktors Nummer 3 im Jahre 1993. Mit Hilfe von Robotern wurde die Westwand aufgebaut, die explodiert war. Die Strahlung ist durch Risse noch so groß, dass sich Arbeiter, wenn sie davor sind, mit in dieser Kabine aufhalten sollen, um sich vor der Strahlung, die von dieser Westwand kommt, teilweise zu schützen. Da in dieser Kabine ist auf der Rückseite ganz dickes Blei, das die radioaktive Strahlung aufhält. Und so bin ich dann in den Reaktor rein. Ich konnte mich mit den Arbeitern pro Tag nur 15 Minuten aufhalten in dem Reaktor. Die durften auch nur eine Schicht von 15 Minuten arbeiten. Das war eine gespenstische Atmosphäre. Wir haben uns da reinbewegt, sind mehr gestolpert in diesem spärlich beleuchteten Gängen, als wir wirklich gegangen sind. Da waren zerschreddertes Metall und Steine und Schrott und Schutt, über die wir klettern mussten. Und die Arbeiter haben zusätzlich zu ihrer Schutzkleidung noch Gasmasken und Sauerstofftanks gehabt. Dieses ist das Innere des Reaktors, und von diesen Räumen gibt es viele. Bei der Arbeit musste ich dem Funken und dem radioaktiven Staub ausweichen, der durch die Arbeiten aufgewirbelt wird. Die Aufgabe der Arbeiter war es, diese Stahlmasten zu installieren, die das Dach vor dem Einsturz bewahren sollten. Bei einem meiner Besuche kam ich vor diesen Raum, und mein Begleiter, ein Ingenieur, hat mir bedeutet: Mach deine Kamera fertig, du musst jetzt fertig sein zum Fotografieren. Es geht nur ganz kurz. Vor einer dicken Metalltür hat er angehalten und hat versucht, die Tür aufzumachen. Es verging schon ein bisschen Zeit, bis er die überhaupt aufbekommen hat. Und dann stolperte ich in diesen Raum, der nur mit unseren Kopflampen ausgeleuchtet war, und schoss eine Runde von Blitzen ab und wollte warten, bis der Blitz sich wieder auflädt. Da hat er mich schon an den Schultern gepackt und wieder zurückgezogen und gesagt: Schluss, das war's jetzt. Draußen habe ich mir auf dem Display meine Fotos angeschaut, und die waren alle unscharf. Da habe ich ihn gebeten, mich doch bitte noch einmal reinzulassen, denn hinten im Strahl meiner Kopflampe hatte ich diese Uhr entdeckt, die eingefroren war, die stehen geblieben ist um 1.23 Uhr in der Nacht, im Moment des Unfalls, zu der Zeit, als in Tschernobyl die Zeit für immer stillgestanden ist. Eine Schule, diese Wand ist heute schon eingestürzt, denn immer mehr Gebäude fallen zusammen. In einer Klasse sieht man die drei Zeiten hier,
die Zeit der Sowjets mit den Honorationen der sowjetischen Gesellschaft, die Zeit der Schulklasse und jetzt die Bäume, die schon sich dort breit machen. Eine der Rückkehrerinnen, eine 93-jährige alte Frau, ihr nächster Nachbar ist ungefähr 8 Kilometer entfernt. Sie lebt ganz alleine, einsam, aber sie will auf ihrer eigenen Scholle sterben. Bei den Aufräumarbeiten wurden schätzungsweise 800.000 Liquidatoren eingesetzt. Das waren jene Menschen, die bei den Aufräumarbeiten beteiligt waren. Die wurden aus der ganzen Sowjetunion zusammengezogen und viele von ihnen leiden an Krebs, hier an Schilddrüsenkrebs, wie dieser Mann auf der Linken. Der Junge hat wahrscheinlich zu viele Beeren im Wald gegessen, hat sich von Beeren ernährt und hat ebenfalls Schilddrüsenoperationen hinter sich. Dieses junge Mädel hat die meiste Zeit ihres Lebens im Krankenhaus verbracht. Die Mutter kam und sagte, bitte, der Schutzengel muss doch schnell noch ins Bild. In Waisenhäusern habe ich dann fotografiert, und zwar mich besonders den Waisenhäusern zugewandt, die finanzielle Unterstützung erfahren haben von Hilfsorganisationen zu Tschernobyl. Man kann natürlich nie genau sagen, sind das wirklich Opfer von Tschernobyl. Man muss da sehr vorsichtig sein. Aber deswegen habe ich mich eben besonders in Waisenhäusern bewegt, die bewusst Unterstützung angenommen haben. Jetzt kommen diejenigen Mädchen in gebärfähiges Alter, die zum Zeitpunkt der Katastrophe geboren wurden, und sie fragen sich, welchen Schaden mögen unsere Gene vielleicht genommen haben. Und während sich die Menschen in der ganzen Welt die Atomkatastrophe von Fukushima im Fernsehen betrachtet haben, haben andere die Atomkatastrophe direkt erlebt als Touristen. Es gibt mittlerweile einen Katastrophentourismus in der Zone. Hier eine Gruppe von jungen Leuten, die das alles gar nicht so ernst nimmt. Und die Schutzanzüge, die sie tragen, sind eigentlich eher so als Witz gedacht. Vor dem Reaktor sagt dann der Touristenführer, bitte nicht auf das Gras treten, weil das höher, stärker verseucht ist als die Platten. Und man kann sich kurz vor dem Reaktor aufhalten, um ein paar Fotos zu machen. Mittlerweile gibt es viele Touristen, die aus Japan kommen, und die haben natürlich ein legitimes Interesse, denn die wollen sich anschauen, wie wird es in Fukushima vielleicht in 25 Jahren aussehen. Hier filmt einer der Touristen den Geigerzähler, und mittlerweile sind es die Touristenführer, die Stillleben aufbauen für die Touristen. Speziell in jedem Kindergarten gab es in der Sowjetunion Gasmasken. Und zwar sollten die vor einer westlichen Gasattacke schützen. Die liegen dann in den Schulen in Pripyat, dieser Geisterstadt, herum. Und jetzt haben die Touristenführer in einer dieser Schulen dieses Stillleben inszeniert, wo sie die Gasmaske neben der Puppe haben und auf die Puppe gesetzt haben. Ohnehin ist das Motiv Gasmaske und Puppe
eines der beliebten Motive für Touristen, auch die inszenieren das selbst. Einer der Touristen brachte eine eigene Gasmaske mit, einfach nur, weil er das irgendwie toll fand, sich damit fotografieren zu lassen. Und immer wieder traf ich in bestimmten Kindergärten und Schulen auf Situationen, die offensichtlich von Touristen inszeniert wurden, um das Grauen leichter und deutlicher sichtbar zu machen. In dieser Situation in einem Kindergarten habe ich dann ein paar Jahre später nochmal fotografiert und da hatte sich dieses ganze Stillleben verändert. Eine Touristenführerin, die eine Kontaktlinse mit dem radioaktiven Zeichen sich einsetzt, während sie arbeitet. Und einmal im Jahr versammeln sich die Menschen in der Zone, um den Opfern zu gedenken. Dieses ist um 1.20 Uhr in der Nacht, wo sich die Arbeiter von Tschernobyl versammeln in der Nacht, um zurückzudenken. Und das wird am 26. April diesen Jahres wieder so sein. Mittlerweile ist die Zone unberührt. Man sieht die Radioaktivität nicht, man fühlt sie nicht, man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht, man sieht sie nicht. Aber sie ist da und dieses Zeichen warnt vor der Radioaktivität dort. Dieses ist das Buch, ich muss ja ein bisschen Eigenwerbung machen, ne? Dass Sie draußen kaufen können. Und für diejenigen, das ist eine englischsprachige App, The Long Shadow of Chernobyl, auch mit Videos. Und das war's. Danke. Super. Ja. Wie eben schon erwähnt, meine Damen und Herren, werden wir das Gespräch miteinander hier beginnen, aber Sie sollen die Gelegenheit haben, auf die faszinierenden, bisweilen wahrscheinlich auch verstörenden und bewegenden Bilder selber reagieren zu können. Das heißt, wir werden das Gespräch nach einer Weile erweitern, sodass Sie die Möglichkeit haben, das zu sagen oder zu fragen, was Ihnen, nachdem Sie die Bilder gesehen haben, am Herzen liegt. Gestatten Sie mir, dass wir vielleicht mit Tschernobyl anfangen, bevor wir über Russland allgemein reden. Einmal, weil es die letzten Bilder waren, die wir gesehen haben, und dann deshalb, weil Michail Gorbatschow hat das Vorwort geschrieben zu Ihrem Tschernobyl-Buch. Und er hat einen bemerkenswerten Satz geschrieben, der heißt nämlich, die Kernschmelze von Tschernobyl war vielleicht entscheidender für den Kollaps der Sowjetunion als meine Politik der Perestroika. Sie war ein geschichtlicher Wendepunkt in einer Ära vor und eine nach der Katastrophe. Dieser Satz ist natürlich aus mehreren Gründen bemerkenswert. Einmal deshalb, dass Politiker, die für große Reformatoren gehalten werden, ob im Guten oder Schlechten, darüber streiten die Welt zwar, dass die behaupten, nicht sie seien es gewesen, sondern es lag an etwas anderem, ist schon mal selten. Das Zweite aber ist in der Tat, dass diese Aussage, also es ist eine überraschende Aussage. Sehen Sie das, war das Ihr Eindruck, das wüsste ich gerne, war das auch Ihr Eindruck schon damals, als Sie als erster westlicher Fotograf hingekommen sind, dass Sie Zeuge eines dramatischen Ereignisses geworden sind, das so viel verändern würde? Ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich war nicht der erste westliche Fotograf, der dort war, sondern ich war derjenige Fotograf, westliche Fotograf, der tiefer im Reaktor war. Der drinnen rein war, okay. Als je ein anderer Fotograf. Mhm. Aber es ist nicht nur Gorbatschows Meinung, sondern ich habe das öfter von Kritikern auch gelesen, dass sie der Meinung sind, dass die Katastrophe von Tschernobyl den Menschen deutlich gemacht hat, wie wenig dieses System
den Menschen geachtet hat, dass es eigentlich ein menschenverachtetes System war, weil die Menschen in der Zone, in der Nähe der Zone erst 36 bis 48 Stunden später evakuiert wurden, zu einem Zeitpunkt, als das Feuer schon längst brannte. Die Bewohner von Pripyat haben ein Feuer brennen sehen. Kinder haben noch auf den Straßen gespielt. Aber kurze Zeit später wurde bekannt, wie groß die Katastrophe war, Stück für Stück. Und das hat den Menschen den Glauben an dieses System genommen. Schon in der damaligen Zeit. Auch denen, die wir auf ihren Bildern sehen, den Alten, die zurückkehren, weil sie dort sterben wollen auf der Scholle, wie Sie sagen, oder den Frauen, die mit den Kerzen am Jahrestag stehen, ist es für die es ein zentrales persönliches Erlebnis war, ist es auch eines gewesen, wo Sie gesagt haben, so kann es nicht weitergehen mit der Sowjetunion? Viele davon haben gesagt, ja, die Menschen haben uns betrogen. Also unsere Regierung hat uns betrogen, die haben uns gesagt, dieses ist eine so sichere Energie, da kann nichts passieren, wir sind so fortschrittlich, wir schützen unsere Arbeiter allüberall. Und dann kam Stück für Stück diese Nachricht, dass es eigentlich doch ganz anders war. Zumal sich auch die Offiziellen, die dort waren, dann nicht direkt nach Tschernobyl vorgewagt haben, sondern am Rande in einer anderen Stadt residiert haben und nur ganz wenige wirklich vor Ort gegangen sind. Man könnte aber ja auch etwas anderes in den Bildern sehen, ob zu Recht oder Unrecht, frage ich Sie jetzt, nämlich auch ein Klischee zum Thema Russland, der ungeheuren Leidensfähigkeit der Menschen, die zurückkehren, die sich damit abzufinden scheinen, dass die Situation so ist, wie sie ist, die gedenken und die versuchen, ein Leben sich zu arrangieren irgendwo. Also kein Protest, kein Zusammenbruch, sehe ich das zu Recht oder interpretiere ich da was hinein in die Bilder? Es ist teilweise richtig. Die russische Seele, diese proverbial Russian soul, diese beinhaltet die Leidensfähigkeit. Dieses Leiden über Jahrhunderte der russischen Bevölkerung, die Bereitschaft zum Leiden und viele der Rückkehrer sagen dann auch, verschließen ein bisschen die Augen und sagen, na ja, der Krebs wird in 20 Jahren auftreten. Es sind ja meist die Älteren, die da zurückgekommen sind. Ne? Wie erleben Sie diese Menschen? Sind Sie überrascht, dass Leute so leidensfähig sind? Oder haben Sie Mitleid mit denen? Oder wie geht es Ihnen? Und was hat sich geändert? Sie sind in den 30 Jahren ja immer wieder da gewesen. Was hat sich geändert bei den Menschen und in ihrer Einstellung? An der Seele hat sich gar nicht viel geändert. Diese russische Seele mit ihrer Leidensfähigkeit, mit ihrer Tiefe, mit ihrem Gefühl ist die gleiche geblieben. Was sich geändert hat, ist die Angst, diese Seele zu verlieren, im Rahmen von Globalisierung durch westliche Einflüsse. Es ist auch ein Stück diese Überhöhung da gewesen, der Westen sei so viel besser, diese Konsumgesellschaft sei so viel besser. Und jetzt erfahren die Menschen, dass sie damit ein Stück weit ihre Seele aufgeben müssen. Das hat sich am deutlichsten geändert, finde ich. Damit sind wir bei den Bildern, die jetzt auch über Tschernobyl hinausgehen. Weil was Ihre Bilder ja zeigen, sind diese extremen Gegensätze eigentlich zwischen den Reichen und dem Zelebrieren von Reichtum. Also da ist der westliche Konsum nicht nur angekommen, sondern wird zelebriert einerseits und auf der anderen Seite das Elend, die Armut, das Überleben wollen oder müssen unter erbärmlichen Bedingungen. Ist es so extrem, wie es in diesen Bildern sich zeigt? Oder sind die Bilder extremer? Oder ist das Land extremer, als wenn man das Wort extrem steigern kann? Wie haben Sie das empfunden?
Schauen Sie mal, wenn Sie das mit einer amerikanischen Gesellschaft vergleichen, ist das gar nicht so extrem. Mhm. Also wenn wir es mit Mitteleuropa vergleichen, ist es sehr extrem. Ich glaube nur ein bisschen diese Achtlosigkeit, mit der die Reichen umgehen, mit dem neuen Reichtum, wie sie sich früher ihre Zigarren mit einer Dollarnote angezündet haben. Diese Form des Reichtums nach außen, den Reichtum nach außen zu zeigen, das ist extrem. Es gibt diese wunderschöne russische Geschichte, wo sich zwei dieser Oligarchen treffen und sie haben die gleiche Krawatte an und er sagt, ja, ich habe meine für 200 Dollar in London gekauft. Und dann sagt der andere, das ist gar nichts, ich habe meine für 400 in Paris gekauft. Also je teurer, umso besser. Ne? Und also diesen, das erleben wir sehr selten im Westen. Wie nähert man sich solchen Menschen, zum Beispiel den Reichen, die sich zelebrieren? Sehr vorsichtig. Genießen die es, fotografiert zu werden von ihnen, oder ist es schwierig? Sie genießen es, solange es nicht in ihren eigenen Bereichen ist. Zu denen ist es, da ist es ganz schwierig, Zugang zu bekommen. In öffentlichen Räumen, in Discos, in Restaurants oder so geht es einfacher, aber es ist ganz schwierig, Zugang zu den Reichen privat zu bekommen. Weil es ihnen so egal ist oder weil sie naiv sind? Ein reicher Hamburger würde sich niemals dann, wenn er sein Reichtum zelebriert, wahrscheinlich so zeigen lassen wie die in dem einen Restaurant, abgesehen davon, dass es solche Restaurants nicht gibt. Sind die naiv oder sind die schlicht und ergreifend stolz drauf? Die sind stolz drauf, dass es dieser neu gefundene Reichtum, ja, den ich jetzt zeigen will, weil ich es kann. Das ist kein alter Reichtum, das ist eben dieser ganz neue Reichtum und den will ich jetzt zeigen. Umgekehrt die Armen. Sie haben ja Leute in elendige Situationen fotografiert und Sie sind eben in Ihrer Rede ja darauf eingegangen, dass man, wenn man Leute in ihrem Schmerz fotografiert, ihnen den Schmerz noch einmal bewusster macht. Was tun Sie dafür, dass die Menschen sich dabei, soweit das möglich ist, wohlfühlen mit Ihnen? Wie geht so etwas? Also ich habe natürlich, wenn ich für National Geographic arbeite, das Privileg, länger vor Ort sein zu können. Sie haben Zeit. Ich habe Zeit. Ich nähere mich den Menschen nicht wie jemand, der statt eines Kopfes eine Kamera hat. Also ich gehe nicht so rein und verstecke mich hinter der Kamera, sondern ich gehe auf die Menschen zu und bin erst mal da und unterhalte mich mit ihnen, höre mir an, was sie mir zu erzählen haben. Und was ganz wichtig ist, ich erzähle ihnen auch was von meinem eigenen Leben. Denn ich möchte nicht nur etwas von ihnen nehmen, sondern ich möchte auch etwas geben. Es ist ein Austausch da. Und wenn solche Menschen erleben, dass sie ernst genommen werden, dass ihnen zugehört wird, dass man sich für ihre Geschichte interessiert, dann öffnen sie sich. Es war dieses eine Bild des alten Mannes, der vor den Stufen sitzt und hinten dran geht eine schicke Moskauerin die Treppe hoch. Das ist einfach ein Einkaufszentrum gewesen. Ich habe mich hingesetzt und mit dem Mann geredet. Das war kein Alkoholiker, so wie wir das so ganz schnell wahrscheinlich sagen würden oder annehmen würden, sondern das war ein Mensch, der aus seiner eigenen Wohnung herausgeschmissen wurde, als sein Sohn, der Alkoholiker war, eine Freundin mitgebracht hat und da war kein Platz mehr für den Vater da. Und als der mir seine Geschichte erzählt hat, konnte ich dieses Bild des Mitfühlens machen. Als Fotograf begebe ich mich auch oft
auf die Augenhöhe derjenigen, die ich fotografiere. Es macht ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt an einem Bettler vorbeigehe und meine Kamera nach unten richte. Sie meinen mit Augenhöhe im sprichwörtlichen Sinne, ja, Sie gehen in die Knie. Ja, mein Standpunkt, mein physischer Standpunkt als Fotograf ist abhängig von meinem inneren Standpunkt. Ob ich mich dem Menschen auf derselben Ebene bewege oder ob ich herunterschaue auf ihn, ist abhängig von meiner inneren Einstellung. Ein Kollege von mir wurde mal gefragt, was denn die Belichtungszeit seines Fotos sei. Und da sagte er, eine 60. Sekunde und 63 Jahre. Weil in ein gutes Foto wirklich diese gesamte Lebenserfahrung mit eingehen sollte, um dann das wieder im Foto rauszubringen. Wenn ich das auch noch anfügen darf, eine Kamera darf nicht zum Schutzschild werden für Fotografen. Hinter der er sich verstecken kann. Hinter der er sich verstecken kann. Obwohl es das manchmal vielleicht in schwierigen Situationen einem helfen kann, oder? Nein, nein. Weil das Verstecken hinter der Kamera dann dazu führt, dass man sich nicht der Situation erst aussetzt. Es ist vielleicht einfacher, dann ein Leid oder einen Schmerz in ein Bild umzusetzen. Aber man muss sich erst mal auf die Situation einlassen, um sie dann auch fotografisch erfassen zu können. Damit sind wir, wenn man so will, bei Ihren persönlichen Erfahrungen. Sie haben gesagt, aber es nicht ausgeführt eben, dass Sie durch die Erfahrung Ihrer Familie, durch die Erfahrung Ihres Vaters, der knapp aus Stalingrad noch entkommen ist, der Kriegserlebnisse mit sich getragen hat und erzählt hat, die erst wie Gute-Nacht-Geschichten erschienen. Sie haben gesagt, dass Sie dieses Schuldgefühl der Nachgeborenen hatten und in den ersten Jahren eigentlich versuchten, das Gute zu sehen, auch im sowjetischen System. Sie haben nicht erzählt, wie sich das geäußert hat. Haben Sie Bilder gemacht, die eigentlich, würden Sie heute sagen, Propaganda waren, auch wenn sie nicht so gemeint waren? Nicht Propaganda, es war eine Widerspiegelung der russischen Seele, aber Sie haben die Realitäten ignoriert, die politischen Realitäten. Das erste Foto, ich hatte nicht so viel Zeit, auf jedes Foto einzugehen, aber das erste Foto zeigte eine junge Frau, eine bekannte sowjetische Schauspielerin, Anastasia Vertinskaya, in ihrem Auto. Damals hatte man kaum Privatautos. Das war aufgenommen in den 80er Jahren. Damals gab es keine privaten oder kaum private Autos in der Sowjetunion. Es war so, man musste das Auto 10 Jahre bestellen, musste 10 Jahre auf das Auto warten. Die Russen hatten da eine tolle Geschichte. Die haben gesagt, da kommt einer zu der Administration im Jahre 1976 und fragt nach einem Auto. Und dann sagt der Mensch in der Administration, ja, das wird am 10. Oktober 1986 ausgeliefert. Und dann sagt er, das ist ein schlechter Tag, da kommt nämlich der Klempner. Und diese Fotos dieser Art, wie diese wunderschöne russische Frau in ihrem Auto, die haben nicht die politischen Realitäten wiedergespiegelt. Haben die Schuldgefühle, die Sie als junger Mann, Fotograf empfunden haben, haben die Ihnen das Arbeiten erleichtert, schwerer gemacht? War das gleich ein Zugang? Gewissermaßen redeten Sie ja indirekt, auch wenn Sie die Geschichte eines Russen gar nicht kannten, darüber, auch der hatte ja auf der anderen Seite womöglich etwas erlebt oder seine Familie hatte Krieg erlebt. Gab es so etwas? Kamen Sie über den Krieg ins Gespräch und konnten sich darüber verständigen, Opfer zu sein? Ja, wir konnten uns darüber verständigen. Aber was es bei mir geführt hat, glaube ich, dass ich immer in meinen Fotos zuerst den Menschen sehe und den Menschen als Opfer der politischen Umstände. Da ist zuerst der Mensch da und dann sind die politischen Umstände da. Ich versuche auch, den Bettler als Menschen wahrzunehmen und
über den Menschen hinaus dann die politischen Umstände zu zeigen oder die sozialen und ökonomischen Umstände, die diesen Menschen zu diesen Menschen geführt haben. Die Menschen sind in meiner Fotografie wirklich im Vordergrund. Und ich glaube, durch die Geschichte habe ich, durch die eigene Geschichte und die Geschichte unseres Landes, Deutschlands, habe ich erfahren, dass ich erstmal auf die Menschen schaue und nicht so schnell den Einzelnen verurteile. Als Fotograf und Sie als Journalist, Ihnen wird es genauso gehen, sehen Sie nach vielen Reisen, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern es gibt ganz unterschiedliche, vielfältige Wahrheiten auf dieser Welt. Und jeder sieht sein Leben aus seiner eigenen Perspektive. Und es ist wahr aus dieser Perspektive. Was Sie da beschreiben, bezieht sich natürlich, wenn Sie so wollen, auf die normalen Menschen oder vielleicht gar auf die Verlierer einer bestimmten Gesellschaftsordnung. Wie ist es denn mit den Gewinnern? Also wie geht es Ihnen jetzt wiederum mit den Reichen? Wie geht es Ihnen mit einem Präsidenten wie Putin, wenn Sie die fotografieren? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht unbedingt von Sympathie getragen, oder doch? Nee, ich glaube, das Bild von Putin war nicht so ganz sympathisch. Mhm. Sonst hätte es sich selber da besser... Und die Reichen? Ich habe Wohlhabende und Reiche getroffen, die ich sehr respektiert habe. Und dann gibt es andere... wo ich sicherlich als Fotograf nicht konfrontativ auftrete, sondern ich dann sage, ich mache meine Bilder, meine Bilder sind meine Meinung. Also ich gehöre nicht zu denen, die zum Beispiel, wie zum Beispiel in einem Restaurant, da gehe ich nicht rein wie ein Paparazzo und fotografiere. Es ging ja auch gar nicht, sondern ich trage dann einen Anzug und eine Krawatte und esse da auch und stehe dann mal zwischendurch auf und fotografiere. So bis ich merke, jetzt wird es den Leuten unangenehm und setze mich wieder. Aber ich mache eben meine Bilder, meine Meinung mit meinen Bildern. Auch Ihre Bilder, die schon einige Jahre alt sind, zeigen ja dass die Kirche, Sie haben es auch erwähnt, wieder eine größere Rolle spielt, die russisch-orthodoxe Kirche. Leute wenden sich der Kirche zu. Die Regierung im Augenblick nutzt die Kirche sogar und benutzt sie sogar und entwirft ja ein anderes Bild der russischen Gesellschaft versus den Westen. Können Sie das nachvollziehen? War das schon vor Jahren so, als diese Menschen, die alle zur Taufe gehen, die alle wieder in die Kirche gehen oder den jungen Strafgefangenen, die von der Kirche, oder wo die Kirche versucht, sie auf ein neues Leben vorzubereiten? Was trieb die Leute in die Kirche hinein? Das Sowjetsystem hat ja die Ikonografie der Kirche praktisch kopiert. Da wurde das Bild Lenins und Stalins benutzt, um die alten Ikonen zu ersetzen. Und nachdem diese zweite Runde der Ikonen weg war, war diese emotionale Leere da. Und da ist die Kirche in dieses Vakuum vorgedrungen. Es ist Bestandteil dieser russischen Seele, auf etwas Überirdisches, an etwas Überirdisches zu glauben. Bestandteil der Seele sind drei Betrunkene auf einer Parkbank, die über den Sinn des Lebens diskutieren. Bestandteil dieser Seele sind Menschen, die zum Lesen eines Buches in den Wald gehen und sich an einen Baum lehnen. Das ist alles Bestandteil dieser Seele. Und ich glaube, oftmals ist der konkrete Anspruch der russisch-orthodoxen Kirche gar nicht der Zentralpunkt. Es ist nur der Glaube an irgendetwas Besseres. Mhm.
Sie schreiben in Ihrem Vorwort zu dem Buch Russland, dem anderen Buch, Folgendes, oder Sie versuchen zu erklären, warum Sie immer wieder in das Land zurückkehren. Und Sie benutzen dabei ein russisches Wort, Duscha. Das ist die Seele. Das ist das, was Sie das da, ist das ist Seele. Das, was Sie beschreiben. Ja. Das ist das. Duscha. Du, Entschuldigung? Duscha. Duscha, ja. 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 Das ist das, was Sie, das ist das, was Sie damit meinen. Ja. Und das ist anders für Sie oder das erleben Sie anders als in allen anderen Ländern, in denen Sie gearbeitet ja. haben? Ja. Und das schafft eine besondere Verbindung für Sie? Das schafft eine besondere Verbindung, ja. Das sind endlose nächtliche Gespräche, das ist Mitfühlen, Miterleben, eine Leidensfähigkeit. Das ist das Gegenteil des westlichen Strebens nach Wohlstand. Wie kann dann so einer in Kalifornien leben wie Sie, wenn er das so gut findet? Ich brauche den Kontrast. Es gibt einen Satz zu Ihrer Fotografie, wollte ich Sie etwas fragen, es gibt einen Satz des, ich muss ihn gerade mal suchen, des Fotografen Don McCullen, eines berühmten britischen Kriegsfotografen, der viele Jahre Krieg fotografiert hat und es dann nicht mehr ausgehalten hat und über Jahre eigentlich nur noch dann Blumen oder Pflanzen fotografiert hat. Und der hat einmal Folgendes gesagt. Es gibt eine Gefahr für Fotografen, über Schlachtfelder zu gehen und dabei über Goya und moderne Kunst und Fotowettbewerbe nachzudenken und damit, also worauf er hinaus will, aus den Augen zu verlieren, wen man da fotografiert. Nun sind Sie ein sehr, sehr erfolgreicher Fotograf, der viel ausgezeichnet ist. Kennen Sie das? Dieses Gerät manchmal aus dem Blick, was man eigentlich darzustellen versucht? Ja, ich glaube, man muss sich in jeder Situation immer wieder daran erinnern, dass man Menschen und dann oft Leidende vor sich hat. Aber da steht auch manchmal dieser Vorwurf dahinter, von Leuten, die sagen, wie kannst du vom Elend so schöne Bilder machen? Wie können die so ästhetisch sein? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit der Ästhetik die Beschauer gefangen nehmen, um dann auf Inhalte hinzuweisen. Das ist so, als würden Sie als Autor eine schlechte Grammatik benutzen, wenn jemand keine wirklich gut komponierten Bilder macht. Die Ästhetik ist die Syntax und die Technik ist die Grammatik in der Fotografie. Sie haben irgendwann mal gesagt oder geschrieben über Ihre Fotografie, dass sie nur gehe mit Herz und mit Verstand. Mir scheint, es gehört noch was anderes dazu, nämlich mit Neugierde. Das heißt, man muss auch nach 30 oder 40 Jahren sich noch interessieren. Ja. Und Sie scheinen an dem Land weiter interessiert zu sein. Sie fahren demnächst wieder hin. Ja. Um was ja. zu machen? Ja, das kann ich leider noch nicht sagen. Da sind die Magazine nach wie vor wirklich sehr vorsichtig und nicht jetzt schon rausplärren. Oh, das werden wir machen. Gerade bei National Geographic, denn bei National Geographic haben wir eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten, manchmal sogar ein Jahr, anderthalb Jahren. Ne? Wie lange werden Sie dort sein? Hoffentlich 8 Wochen. Die Zeiten sind kürzer geworden, in denen wir als Journalisten vor Ort sein können. Meine erste Reportage oder die große Reportage in Russland, die dann auch zu dem Buch geführt hat, waren 7 Monate vor Ort. 7 Monate, aber nicht am Stück, sondern in mehreren Reisen. Auch diesmal werde ich wohl wieder mit 2 Reisen unterwegs sein. Ja, und ich bin der Meinung, dass ein großes Bild die Seele berührt und den Geist erweitert, aber Neugierde natürlich gehört nach wie vor dazu. Ich würde gerne jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, meine Damen und Herren, das zu fragen oder anzumerken. Ich möchte bitte persönlich noch was anmerken. Gerne. Als junger Fotograf
waren mir Leute wie Don McCullen oder Eddie Adams, der dieses Vietnam-Bild gemacht hat, oder Nick Ut, der das andere Vietnam-Bild gemacht hat von dem Mädchen. Napalm-Mädchen. Napalm-Mädchen, das auf die Kamera zuläuft. Das waren meine großen Vorbilder. Und ich dachte, Mensch, irgendwann muss dir es doch mal gelingen, ein Foto zu machen, das so sehr die Welt verändert wie diese Bilder. Und dann habe ich erkannt, irgendwie dieses einzelne Foto ist mir nicht gelungen. Dieses eine Bild, das die Welt verändert. Aber es gibt eine wunderschöne Geschichte aus Italien, oder sie wird von Leuten oftmals Italien zugeordnet. Da sind auf Sizilien eines Morgens von dem Sturm Millionen, Tausende oder Millionen von Seesternen angeschwemmt worden. Und die vertrocknen jetzt auf dem Strand, die verenden auf dem Strand. Und die Kinder laufen zusammen und fangen an, die Seesterne einen nach dem anderen wieder ins Wasser zu bringen, zum Wasser zu bringen. Und dann kommt einer dieser älteren Männer aus dem Ort, aus dem Dorf, Hände in den Taschen und sagt, oh, so eine Scheiße hier. Aber was ihr da macht, hat doch überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Unterschied. Das sind Millionen hier. Ihr macht gar keinen Unterschied, wenn ihr die einzeln zurücktragt. Könnt doch aufhören. Und dann sagt eines dieser Kinder mit einem Seestern in der Hand, den es gerade wieder zurückbringt ins Wasser, doch, es macht einen Unterschied für den hier. Und ich will als Fotograf eigentlich immer so bleiben wie dieses Kind, will meinen Beitrag dazu leisten. Denn wenn wir alle unser kleines Stück dazu beitragen, ich glaube, dann können wir wirklich eine Veränderung bewirken. Und es war fast wie ein Schlusswort. Bitte melden Sie sich bei mir und ich hoffe, ich nehme Sie wahr. Ja, dort vorne, bitteschön. Ich möchte eine Frage zur Atomkraft in der Ukraine stellen. Ich habe das so verstanden, dass der Tschernobyl-Block aus 4 Blöcken bestand und dass in der Ukraine noch weitere Atomkraftwerke betrieben werden. Will sich die Ukraine von der Atomkraft gänzlich verabschieden, weil es immer wieder Kontroversen gibt wegen der Gaslieferung aus Russland, oder werden da Atomkraftwerke weiter betrieben? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich über die Details der Atompolitik der Ukraine wirklich nicht so informiert bin. Ich weiß, dass es weitere Atomkraftwerke gibt, die Ukraine auch für notwendig hält. Die anderen drei Blocks in Tschernobyl sind erst auf Druck des Westens abgeschaltet worden, weil man wirklich Angst hatte, dass da weitere Unfälle passieren. Die Ukraine wird nach wie vor Atomwerke betreiben. Meines Wissens ist es nicht geplant. Die haben so viele andere Probleme, dass sie über die Umstrukturierung ihrer Energiepolitik, glaube ich, bisher noch nicht großartig nachgedacht haben oder Konzepte entwickelt haben. Möglicherweise verständlich, aber im Detail weiß ich auch. Es gab Befürchtungen, ja, dass eines dieser Atomkraftwerke, dass da am östlichen Rand der Ukraine ist, dass das möglicherweise von Raketen getroffen wird. Ich weiß wirklich nur über Tschernobyl wirklich genauer Bescheid. Und da wird ja jetzt ein neuer Sarkophag darüber geschoben, der 1,5 Milliarden Euro kostet, um zumindest das Entweichen des Staubes
aus dem alten Reaktor zu verhindern und für den Fall, dass dieses Dach einstürzt, zu verhindern, dass dieser radioaktive Staub in die ganze Gegend getragen wird. Denn das würde eine zweite Katastrophe gleichen Ausmaßes hervorrufen. Der Herr dort und dann die Dame in der ersten Reihe, bitte. Sie haben viel über die russische Seele gesprochen, über die ja auch viel geschrieben wurde, sehr unterschiedlicher Art. Meine Frage ist, haben Sie diese russische Seele auch bei den jungen normalen Bevölkerung festgestellt, die in Industriebetrieben arbeitet, die studiert hat? Und ich stelle diese Frage deshalb, weil meine größte Überraschung in Russland war, ich hatte ein Team von 12 jungen Damen. Ich war sehr überrascht, wie normal im Vergleich zum Westen die ticken. Die haben die gleichen Interessen, wie ich sie in Deutschland festgestellt habe, in Europa, in anderen Ländern auch. Insofern habe ich da also nicht so große Unterschiede festgestellt, was die Seele betrifft. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn man sich lange auch mit den jungen Menschen dort unterhält, dass diese Seele da ist, dass natürlich auch es die Hinwendung zum Internet gibt und diese ganze Kommunikation. Aber ich habe oft in tiefen nächtlichen Gesprächen dann erfahren, dass die sich um andere, um tiefere Sachen bewegen, als das bei uns hier oder zumindest in Kalifornien der Fall ist. Eine kleine Andeutung kann ich Ihnen machen. Nach meinen nächsten Reisen werde ich mehr wissen. Dahinter steckt ja diese Idee, romantisieren wir auf eine bestimmte Art und Weise irgendetwas, was da woanders existiert, oder neigen wir dazu, das zu tun? Das ist, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung gegen die Frage, nicht? Das würden Sie nicht sagen? Nee, das würde ich nicht sagen. Bitte schön. Ich weiß nicht, wie lange Sie da waren. 18 Monate. Bitte? 18 Monate. Ja. Aber wenn Sie einen kleinen Moment, das ist besser für die anderen, wenn Sie das Mikrofon netterweise nehmen. Danke. Die Frage an Sie als Reportagefotograf. Sie bereiten sich ja Minimum, denke ich mal, ein Jahr oder so drauf vor. Sie wissen um die geografischen Beschaffenheiten und alles. Aber man fährt ja nicht an den Ort und lässt sich da nur fallen. Inwieweit ist da ein Team oder ein Kontakt dabei? Sie werden sicherlich vielleicht einen Dolmetscher brauchen, Kontakte zur Miliz. Das ist ja nicht alles nur, ist es nur durch alleiniges Sprechen getan oder... Wie kann man sich da so gut darauf vorbereiten, um sich auch wirklich fallen zu lassen? Wenn ich für National Geographic arbeite, habe ich die Möglichkeit, lange mich auf ein Thema vorzubereiten. Dazu gehören Recherchen. Es gehörte bei National Geographic auch schon vor der Internetzeit dazu. Einer unserer Fotografen hat einmal für eine Reportage 81 Bücher zumindest angelesen. Ob er sie wirklich alle gelesen hat oder nur gekauft hat, kann ich nicht beurteilen. Aber wirklich, für eine Geschichte haben wir in der Regel Wochen Zeit, um uns einzuarbeiten, um zu recherchieren. Vor Ort arbeite ich seit 1990 mit demselben Dolmetscher zusammen, der auch mein Assistent ist, der auch meine Sprache versteht, und der auch auf meiner Seite ist. Also auch der weiß, der mir auch erzählt, wenn mir irgendeiner Blödsinn erzählt, ne? Und sagt, weil dieses Katz-und-Maus-Spielen spielt man mit vielen Behörden in vielen Ländern, aber besonders auch in der ehemaligen Sowjetunion. Das ist ja das, was auch quasi die Kraft der Bilder jetzt in dem Moment ausmacht. Einige Bilder habe ich angeguckt und dachte so, sie gehen ja nicht mit 85 mm drauf zu, sondern sie sind ja schon richtig mittendrin. Und man kann ja förmlich den Alkohol riechen, der dabei im Spiel ist teilweise.
Auch das ist ein Klischee allerdings, ein Romantisieren auf das Negative. Ich weiß nicht, also es ist ja schon was dabei. Ja, Sie haben es ja gesagt, es ist nicht gut für die Leber, diese Arbeit. Ja, ja, ja. Bitte. Ja. Schauen Sie, viele meiner Geschichten für National Geographic, und das erzähle ich auch oft den Studenten in Workshops, entstehen dadurch, dass ich eine Person finde, der ich zum Beispiel einen ganzen Tag folge, mit dem ich mich beschäftige. Ich gehe zum Beispiel nicht, und das, wie gesagt, das erzähle ich oft, ich gehe nicht in ein Kaufhaus, um ein Kaufhaus zu fotografieren, sondern ich finde jemanden, der sagt, okay, am nächsten Samstag gehe ich einen ganzen Tag shopping. Und dann folge ich dieser Person beim Shopping. Im Grunde genommen komme ich zu demselben Ergebnis, nur durch eine viel persönlichere Form der Fotografie. Gibt es dabei Bilder, die... Wir müssen noch den einen oder... Entschuldigung. Sie können gerne, danach ist ja die Gelegenheit, alles noch weiter zu fragen. Da vorne ist eine Frage. Wenn ich einen kurzen eines noch mal nachhaken dürfte. Alle Leute, die ich kenne, sagen, im Zusammenbruch, zu Zeiten des Zusammenbruchs war es leicht zu arbeiten. Es ist heute für Leute, die von draußen kommen, schwierig bis unmöglich weitgehend zu arbeiten. Also hat sich da etwas geändert im Russland von heute? Ist es anders geworden? Teilen Sie das? Also zu dem Zeitpunkt des Zusammenbruchs war es wirklich einfach hinzugehen, weil es diese Euphorie gab und den Glauben von Menschen in Russland, dass sich die Situation dahingehend, die ökonomische Situation dahingehend ändern würde, innerhalb von 5-6 Jahren, dass man leben würde wie im Westen oder 10 Jahren wie im Westen. Das System hat dann ganz schnell wieder zugemacht, und zwar auf zwei Ebenen. Da war eine auf der einen Seite die Administration und auf der anderen Seite haben Privatbetriebe zum Beispiel Reglements vorgeschoben, haben gesagt, also das ist jetzt hier privat, da kannst du nicht mehr fotografieren. Und das ist im Moment noch viel schlimmer. Also meine Freunde und bekannten Assistenten und deren Verwandte haben mich gewarnt, haben gesagt, erwarte nicht den Zugang, den du früher hattest. Also im Moment ist es ganz fürchterlich geworden, gerade für westliche Ausländer. Der Herr dort, bitte. Ich wollte auf das Gorbatschow-Zitat nochmal zurückkommen. Die Atomwirtschaft ging ja eigentlich weiter, nur unter einer anderen Fahne. Und in Japan hat sich durch die Explosion überhaupt nichts geändert. Würden Sie sagen, Sie brauchen so ein epochales Ereignis, um die Gesellschaft zu verändern? Und wie wäre das hier in Deutschland? Ich kriege das Zitat nicht unter. Mhm. Also ich muss Ihnen sagen, zu politischen Fragen und politischen Prognosen bin ich nicht geeignet, da bin ich der Verkehrte. Ne? Aber ich glaube schon, dass der Unfall in Fukushima gezeigt hat, dass Unfälle dieser Art Bestandteil von Atomkraft überall sein können. Denn wir haben ja über Jahre hinweg von vielen westlichen Politikern gehört, naja, das war der östliche, wie sagt man, Schlendrian oder so, das war dieses östliche Unvermögen. Und dann passiert es in dem nahezu im selben Ausmaß in dem Land, das wir als das technologisch sicherste Land angesehen haben. Da hinten eine Frage, ja. Es war eben die Rede davon, dass Sie jetzt, dass es für westliche Ausländer schwieriger wird, in Russland zu arbeiten. Und anfangs war ja die Rede davon, dass hierzulande jetzt das Verhältnis oder die Sicht auf Russland wieder eher negativer ist als vor 20 Jahren. Wie ist es denn in Russland? Also sehen die uns sozusagen auch jetzt anders oder negativer, als sie vielleicht noch in der Euphoriezeit des Zusammenbruchs gesehen haben?
Über die letzten Jahre kann ich nichts urteilen, denn da war ich immer nur in der Ukraine, nämlich in Tschernobyl. Ich war das schon ein paar Jahre lang nicht mehr in Russland. Aber diese Ernüchterung hat sich schon breit gemacht in den Anfangsjahren dieses Jahrtausends, wo spätestens dann man erkannt hat, dass man nicht wie der Westen leben wird und dass diese ungeheure Schere der Armen und Reichen nicht etwas ist, das wirklich von der großen Masse der Menschen angestrebt wird. Also da hat so ein bisschen Ernüchterung sich breit gemacht. Es war ja wirklich auch nicht viel anders nach der Wiedervereinigung in Deutschland. Das muss man da noch mal exponierter sehen in Russland. Also die haben damals so Fernsehserien in den Anfangszeiten geguckt. Da gab es eine Fernsehserie, die hieß Santa Barbara. Wenn die in den Hotels lief, wo war niemand mehr an der Rezeption, in Restaurants wurde nicht mehr bedient, weil sie alle sehen wollten, wie sie in 20 oder 15 Jahren leben. Ne? Und diese, aber das dann gleichzeitig mit der Mentalität, dass man nicht wirklich effektiv arbeitet, das gehört nun auch zu dem System dazu, dass man also nicht dort wirklich so produktiv gearbeitet hat. Bitte schön, hier vorne eine Dame. Ich fand beeindruckend, dass Sie die eine Frau, die gerade ihr Kind geboren hat, fotografieren durften. Haben Sie die vorher begleitet, bevor sie sozusagen in den Entbindungsraum gekommen ist? Ja, ich war dort in der Klinik 2 Tage lang und ich kannte einige der Frauen schon vorher und habe dann gesagt, wenn es denn soweit ist, darf ich dann. Und dann hat sie gesagt, ja, klar. Okay, toll. Darf ich noch eine andere Frage stellen? Ich glaube, in der Entbindung zu fotografieren ist dort, das war wirklich nicht das größte Problem. Ich glaube, die größeren Probleme sind wirklich Menschen, die unterprivilegiert sind, dazu zu überzeugen, dass sie bereit sind, ihr Leid öffentlich zu machen. Gerade in Tschernobyl war das wichtig. Und diejenigen, die das dann getan haben, haben das selbstlos getan, weil sie gesagt haben, wir möchten dazu beitragen, dass in der Zukunft, sie wussten ganz genau, für uns verändert sich nichts mehr. Wir sind von hier vertrieben worden oder wir haben unser Leid, unsere Krankheiten auch. Für uns ändert sich nichts mehr, aber wir möchten dazu beitragen, dass sich Katastrophen wie Tschernobyl nicht wieder ereignen. Okay. Sie wollten noch eine Nachfrage? Bitte. Nicht direkt dazu, sondern aber auch zu Tschernobyl. Es gab ja diese Männer, die direkt nach dem Brand die Glocke aufgebaut haben. Hatten Sie auch die Möglichkeit, welche von denen oder ihre Hinterbliebenen? Liquidatoren. Okay, sie sind alle tot oder deren Hinterbliebenen? Nicht alle, aber ja. Die Liquidatoren, das sind die Liquidatoren, von denen gab es 800.000. Ich habe viele von denen besucht und kennengelernt. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt im Reaktor war, der nur durch Behandlung in deutschen Kliniken gerettet wurde. Ich glaube, in Hannover sind vor Jahren viele behandelt worden, in der medizinischen Hochschule. Also man muss sich vorstellen, es waren 800.000 Menschen.
der Mann, den ich hier in diesem einen Bild gezeigt habe, gehörte zu einer Brigade, die dazu, die man gefragt hat. Und was Fragen in sowjetischer Zeit hieß, wissen wir auch, ob er denn nicht in Tschernobyl bei den Aufräumarbeiten beteiligt sein könne. Er war Feuerwehrmann. Dafür gab es dann $10 im Monat mehr. Das war damals irrsinnig viel Geld. Und er ist in die Zone gegangen mit der Aufgabe, Brunnen zu zerstören. Aber Sie müssen sich vorstellen, das war eine Zeit ohne Internet und ohne freien Fluss von Informationen. Dem war gar nicht klar, wie groß das Risiko war. Die waren in Zelten in der Zone untergebracht und nach der Hälfte der vorgesehenen Zeit, hat er mir erzählt, kamen Ärzte und haben Blutproben von allen genommen. Und ohne Ergebnis oder ohne, dass man ihnen das Ergebnis mitgeteilt hat, wurden alle am nächsten Tag nach Hause geschickt. Hier ist noch eine Frage. Ich würde vorschlagen, es ist die letzte Frage, die wir haben. Wir haben ja die Möglichkeit, Sie alle haben die Möglichkeit, anschließend miteinander oder eben mit Gerd Ludwig auch noch all das zu diskutieren, was Ihnen noch am Herzen liegt. Bitte schön. Wenn die anderen nehmen Sie vielleicht ein Mikrofon, dann können auch die hinten Sie besser verstehen. Ja, aber hinten ist es schlecht. Wenn die anderen drei Blöcke von Tschernobyl weitergelaufen sind, 14 Jahre lang, wie muss man sich denn das vorstellen? Wie kann man denn die Mitarbeiter dort von der Strahlung fernhalten? Das Einzige, was die Strahlung abhält, ist Blei und dicker Beton. Und man hat dort dicke Betonwände noch zusätzlich eingezogen, um die vor der Strahlung zu schützen. Aber einen vollständigen Schutz gibt es natürlich nicht. Also die waren alle waren ganz großen Gefahren ausgesetzt, auch diese Arbeiter, die dort in dem Reaktor dann arbeiteten, aber auch diejenigen, die dort heute noch arbeiten. Man kann nämlich nicht einfach einen Reaktor abschalten. Diese Reaktoren, die dann abgeschaltet wurden, da sitzen heute noch in den Kontrollräumen Menschen, die über die Ventilation wachen. Also in einem solchen abgeschalteten Kontrollraum des Reaktors 1, 2 und 3 sitzen nach wie vor auch heute noch 4, 5 Leute rund um die Uhr, um dieses Runterfahren auch noch heute zu überwachen. Es gibt ein Bild von all denen, die wir heute gesehen haben, das mich, wenn ich das zum Schluss sagen darf, besonders fasziniert und aber auch irritiert hat. Und das ist diese Industrieidylle und davor sitzen die alle beim Eisangeln. Also was hat es mit der russischen Seele so auf sich, wenn man nett angelt und anschließend sagt, ich esse es nicht, aber ich finde schon einen Idioten, der mir das abkauft. Wollen wir das einfach so stehen lassen? Vielen Dank. Danke. Okay. Danke.